Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil von Castle of Illusion starring Mickey Mouse für die Xbox 360. Mein Name ist Egon26. Im letzten Land waren wir im Schlaraffenland, ein Land voller Süßigkeiten und perfekt für Schleckermäuler geeignet. Jetzt geht es weiter und zwar dürften wir jetzt in ein Level kommen, das ebenfalls im Original vorhanden war und ich gerade keine Ahnung habe. Mickey chanced upon an enchanted mirror. In its reflection he saw himself. But wearing far more magical clothes. Sind diese Kleider nicht aus dem SNES-Spiel? Wie hieß es? Ich weiß es gerade nicht. Das ist eine Statue, die ich bestimmt gefunden habe. So sammelbare Objekte in diesem Fall. Hier geht's rein. Ah, ich sehe gerade, wir müssen eigentlich Edelsteine sammeln. 320 brauchen wir für diese Tür. Da habe ich ja jetzt mehr Glück als Verstand, dass es funktioniert hat. Bisher habe ich mich gar noch nie geachtet, dass ich das einsammeln muss. Okay, da hatte ich ja immer Glück. Jetzt kommen die Ritter. Ich bin gespannt, wie dieses Level aussieht. Das Schloss, das ist eigentlich... War das nicht das letzte Level? Glaube ich nicht, dass das Spiel schon fertig ist. Ja, es war das letzte Level, aber irgendwie fehlt mir noch was. Au. Oh, die waren schon im Original richtig fies. Au. Oh, friss Feuer. Ich habe Kerzen, die euch verbrennen. Die bauen sich bestimmt wieder zusammen wie Knochentropfen. Nein, sie verschwinden. Okay, ich habe nichts gesagt. Tschüss. Geh weg. Also bisher ist es, bis auf ein paar böse Fallen, ist es nicht wirklich schwierig. Leben kann ich immer gebrauchen, wobei ich... Mal ein ganz normales Game Over, nicht schlecht. Haben wir auch das erste Mal gerade gesehen, aber wir müssen wirklich das ganze Level nochmals spielen, von Anfang an. Speziell das Ganze. Aber das war scheiße. Scheiße gespielt. Ich spiele allgemein bisher noch nicht wirklich gut. Nehme ich die Edelsteine mit? Ich brauche sie bestimmt noch. Wenn ich jetzt merke, dass ich die Edelsteine brauche, um die Türen zu öffnen, dann hatte ich wirklich bisher mehr Glück als Verstand, dass ich die Türen öffnen konnte. Naja, man braucht zum Teil einfach etwas Glück. Und das hatte ich wohl einfach dieses Mal. Dieses eine Mal hatte ich es. Huch, das war knapp. Ich glaube, hier unten kann man gut draufgehen. Ja doch. Die 3D-Effekte sind ganz nett gemacht, aber irgendwie wirken sie unnötig. Wow, das ist ein netter Effekt. Das wäre ein schöner 3DS-Effekt gewesen mit diesen Fledermäusen. So, hoch, hier geht's weiter. Diese Form vom Level gab's im Original auch nicht. Mit diesen erscheinenden Plattformen. Aber ist auch hier jetzt nicht wirklich schwierig bisher. Das war's schon. Oh! Das war jetzt ein bisschen doof. Aber an diese Stelle erinnere ich mich sogar vom Mega Drive Titel. Einfach ducken. Weiter, ducken. Hier warte ich eine Runde. Weiter. Das dürfte reichen. Gut. Ach Mist, ich sollte besser aufpassen. Ich weiß nicht, wieso, dass ich momentan so schlafe. Oh.
Ich schlafe wirklich etwas. Aber ich habe einen Checkpoint erreicht. Aber ich habe schon gesagt, ich spiele schlecht. Ich darf nicht so schlecht spielen. Ich mache schlechte Werbung fürs Spiel. Das, was ich eigentlich eben nicht möchte von einem Spiel. Auch weil es... ja, es ist zwar Schatzsucher. Hurra. Achievement! Auch wenn es hier als... ich weiß gar nicht, wann das Spiel erschienen ist. Dürfte vor gar nicht allzu langer Zeit gewesen sein. Der Release dürfte noch nicht allzu lange her sein von diesem Spiel. Ich habe es einfach im Store gesehen. Es war Werbung und ich habe gesagt, okay, ich lasse es mir runter. Und ich zock's jetzt durch. Mit Kommentar. Aber ich hoffe einfach jetzt mal, das Spiel ist nicht zu schnell fertig. Weil irgendwie habe ich so das dumme Gefühl, wir bewegen uns so Richtung Ende. So ein dumpfes Gefühl, ich weiß nicht wieso. Irgendwie sind wir etwas zu langsam. Okay. Oh man. Muss ich auslassen dort. Jetzt sind wir wieder auf Augenhöhe. Gefällt mir schon etwas besser. So, weiter geht's. Schöner Balkon. Wow. Wow. Das sieht jetzt Hammer aus. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Gehen wir weiter. Schatzkammer. Ein Stein, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelszelt. Den schenk ich mir heute Nacht. Dim, 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 dim. Ich soll nicht singen. Gehen wir weiter. Akt 2. Huch, boah, bin ich jetzt erschrocken. Na klar, wieder in Suppe schwimmen. Edelsteine. Los, renn, Mickey. Renn, renn um deinen... oh, ein großer Stein. Ist zwar genau gleich groß wie die anderen, aber ist ja scheißegal. Ich merke gerade, mein Stuhl ist kaputt. Ich rutsche wieder andauernd zu Unlast hin. Au! Diese Fische da, die nerven etwas. Ich habe ja gesagt, die Fische nerven etwas. Und ich sehe bald nur noch den Popkiller. Uiuiui. Ich sollte meinen Stuhl höher stellen. Aber ich bin doch gerade am Spielen und am Aufnehmen. Da kann ich doch nicht einfach so wechseln. Oder könnte ich das tun? Doch, ich könnte schon. Wieso fange ich jetzt einfach an zu singen? Jo, 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 jo. Gut, das war perfekt. Das war ebenfalls perfekt. Das war Speedrun perfekt. Das war ja richtig Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Nein, das war wirklich Hammer. Hammerhart. Hoch. Jedoch. Ui. Weggespült. Ui. Schatz. Miserable wasn't playing by any rules now, thought Mickey. Oh, das ist ja heftig, Alter. Hey, where'd the lights go? Oh. Das ist. Okay, das ist leicht heftig. Das ist dezent heftig. Weil man nicht sieht. Miserable is a fucking whore. Entschuldigung, ich möchte ja nicht so fluchen. Naja, da lasse ich lieber sein. Der Effekt sieht cool aus auf jeden Fall. Etwas fies ist es dennoch. Ah, wieder eine Falle. Not again! Arnstein! Nein, 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 nein. Okay, dieses Gift ist tödlich. War es schon im Original. Okay, das Gift... oh, das Gift steigt. Das Gift steigt. Och, du Schande. Da möchte mich wohl jemand verwumsen. Oh, ich habe was gesehen. Ich war gierig. Ich war gierig. Ich
gebe es zu, ich war gierig. Illusionsbrecher. Danke, noch ein Achievement. Noch mehr 20. Nochmals 20 G für meinen Gamerscore-Account. Einstein, die sind fies versteckt. Komme ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. Also, wer hier alles sammeln möchte, der hat was zu tun. Und ich sollte nicht so schlecht spielen. Was mache ich eigentlich? Bin ich blöd? Wieso kommen jetzt eigentlich schon Zahnräder? Ich bin einfach blöd. Ich bin einfach blöd. Ah, ich spiele so schlecht. Das war knapp. Irgendwie wirkt dieser Abschnitt auch total komisch mit dem Vordergrund und dem Hintergrund. Oh, mir ist zu spät gesehen. Vielleicht komme ich noch hoch. Gut, komme ich hoch. Nochmals 3 Edelsteine. Ja, hier haben die Edelsteine wenigstens einen Sinn, dass man sie sammelt. Bei Castle of Illusion hatte es, also beim Original hatte es keinen Sinn, diese einzusammeln. Sie gaben nur Punkte. Auch hier geben sie nur Punkte, halt klassisch gehalten. Aber anscheinend kann man neue Sachen freispielen und so. Und das finde ich halt schon richtig gut. Auch für die Langzeitmotivation, auch wenn ich jetzt vermutlich sage, nach diesen paar Levels Schluss. Außer das Spiel hat noch Überraschungen bereit, die mich motivieren können, dieses Spiel weiterzuspielen. Ansonsten habe ich 20 Franken dafür bezahlt und ich habe es durchgespielt und es ist auf meinem Kanal. Ich muss da ja nichts tun. Das war dumm. Das war auch dumm. Aber es war eigentlich gar nicht schlecht im ersten Versuch. Das muss man mir lassen. Eine Kerze, Junge. Komm schon, Kerze. So, das war's. Wir sind oben. Wir gehen hier durch. Hier hoch. Nehmen wir die 3 Edelsteine mit. Ich kann mich hier an einen total bösen Boss erinnern. Ich glaube, der hat auch gerade gelacht. Ich glaube, das war der. Ja, ich glaube, das war der. Das war, glaube ich, eine falsche Entscheidung. Oh nein, ich habe was eingesammelt. Donald's Chili eingesammelt. Hier durch, okay. Das ist ja die kleinste Schwierigkeit. Auch, ja, auch das habe ich perfekt gemeistert. Exit! Gar nicht schlecht, 60 Edelsteine gesammelt. Und wir nähern uns zum bisher längsten Part. Uhrenturm, also Dracula. Nein, der Typ erwartet uns. Unfortunately, he thought wrong. The oafish clockmaker was the final master of illusion. Der Uhrenmacher. Boing. Wow. Aua. Der ist eigentlich nicht ganz so schwierig. Boing. Verliert er sogar Energie, wenn er an die Glocke haut? Das war mies. Ah, der verliert jetzt noch keine Energie. Eieiei, schlag an die Glocke. Schlag an die Glocke. Hallo? Hallo, komm zum Glocke. Komm zum Glöckchen. Also der Boss hat bisher wirklich absolut keine Schwierigkeiten. Oben links ist die letzte. Hier müsste die letzte sein. Nein, nicht getroffen. Komm da hier, hier hin. Dankeschön. Ja,
Das waren vermutlich einige Schläge zu viel. Das ist der letzte Stein. Ab zu Mini. Jetzt haben wir bestimmt zu wenig Steine. Ich sehe es doch schon kommen. Ich sehe mein Glück kommen. Finally, Mickey had acquired all the Rainbow Gems. Now he could cross the Rainbow Bridge and save his dearest Minnie. Bevor wir Minnie retten, beende ich diesen Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Eagle26. Ciao, ciao.